Ein Schiff, eine Insel. Klarer Fall, wir segeln hier durch Anno 1404. Ubisoft hat uns mit einer knackfrischen Preview-Version versorgt, in der das Endlosspiel bereits voll funktionsfähig ist. Boah, dann bauen wir mal los, denn es gibt eine ganze Menge Neuerungen zu entdecken. Zum Beispiel, dass unser erstes Gebäude nicht mehr das Dorfzentrum ist, sondern ein Marktplatz. Fischerhütten dürfen wir nun überall am Wasser platzieren. Das ist natürlich praktisch. Jetzt noch ein paar Holzfällerhütten. Oh, jetzt fehlen nur noch die Wohnhäuser. Die benötigen nun zwingend einen Straßenanschluss, damit unsere Untertanen glücklich werden. Das sind soweit alles sinnvolle Detailverbesserungen, ansonsten flutscht der Spielbeginn wie eh und je. In nur einer Minute haben wir unsere erste kleine Bauernsiedlung errichtet. Der ersten richtig großen Neuerung begegnen wir, sobald unsere Siedler die Zivilisationsstufe Bürger erreichen. Denn dann fordern sie Gewürze als Nahrung. Und dazu müssen wir zwangsläufig den Orient erschließen. Samt eigener Gebäude, Bewohner und Warenketten. Um überhaupt Gewürzplantagen bauen zu dürfen, benötigen wir zunächst eine Siedlung mit mindestens 140 Nomaden. Statt den Marktplatz bauen wir deshalb einen Bazar. Der legt quasi unseren Baubereich fest. Oh, jetzt kommen ein paar Nomadenhäuser. Und das sollte dann eigentlich auch schon reichen. Denn die Wüstensöhne sind relativ leicht zufriedenzustellen. Sie fordern nämlich nur eine Nahrungsquelle und das sind Datteln. Tja, zu früh gefreut. Wir haben zwar brav ein Wasserrad gebaut, um die Wüste zu begrünen, aber ein ganz entscheidendes Detail übersehen. Auf dieser Insel können wir zwar prima Gewürze, Seide und Indigo, jedoch dummerweise keine Datteln anbauen. Im Vorgänger wäre dies ein Riesenproblem gewesen, in Anno 1404 gibt's glücklicherweise eine Lösung. Diese Lösung heißt Al-Zahir und ist unsere wichtigste Bezugsperson in allen Orientfragen. Über ihn gelangen wir etwa an neue Gebäude und Technologien. Und gerade jetzt besonders praktisch, bei ihm können wir unsere bis hierhin verdienten Ruhmpunkte gegen Dattelsaatgut eintauschen. Wie wir an die Ruhmpunkte gelangen? Geduld, das erklären wir im Video Ruhm und Ehre. So, dann wollen wir mal ausprobieren, ob's funktioniert. Wunderbar, unsere Dattelpalmen blühen und gedeihen, genauso wie unsere Orientsiedlung. 140 satte Nomaden erlauben, dass wir nun endlich unsere Gewürzplantagen bekommen. Die Anno-Veteranen unter Ihnen werden jetzt vermutlich denken, hey, was ist denn der Klinge für ein unglaublicher Depp? Die Plantagen liegen doch viel zu dicht beieinander. Im Vorgänger wäre es tatsächlich dumm gewesen. In Anno 1404 ist es dagegen verdammt clever von mir. Denn hier darf ich nun selbst bestimmen, wie ich die Felder anlege. Das sieht natürlicher aus und kann bei guter Planung tatsächlich richtig viel Bauplatz sparen. Die Gewürzlieferungen rollen ein und zur Belohnung dürfen wir unsere Bürger nun zu Patriziern befördern. Als Dank haben unsere Untertanen nun nicht mehr 6 Bedürfnisse, sondern gleich 8. Und fordern zusätzlich jede Menge weitere Waren, etwa Brot, Bier und Lederwesten. Und selbstverständlich bekommen wir nichts davon auf unserer Hauptinsel. Wir müssen weiter expandieren. Leerlaufphasen sind tatsächlich deutlich seltener als in Anno 1701. Darf ich vorstellen, Rossbach, unsere Kornkammer. Hier gibt's nicht nur Bier, sondern auch viele ebenso neue wie fordernde Produktionsketten. Für leckeren Gerstensaft benötigen wir zum Beispiel nicht nur Weizen und eine Brauerei, sondern auch einen Kräutergarten.
Hier ist nun auch gut zu sehen, dass die Anbauflächen unterschiedliche Größen haben. Noch eine Spur komplexer wird's bei den Lederwesten. Hierfür benötigen wir Leder und Salz. Ersteres bekommen wir noch relativ simpel per Schweinezucht, die wir einfach ins Grüne setzen. Für das Salz brauchen wir natürlich ein entsprechendes Rohstoffvorkommen, das wir per Salzmine erschließen. Die daneben liegende Saline verarbeitet die Kristalle zu Salz, verbraucht dabei aber Holzkohle, an die wir mit Hilfe dieser Köhlerhütte gelangen. Salz und Tierhäute werden nun an die Gerberei geliefert, die wegen ihres Wasserrats zwingend an einem Fluss liegen muss. Flüsse sind also endlich sinnvoll und nicht mehr nur Störenfriede. Dass unsere Siedlung blüht und gedeiht, spricht sich offenbar rum. Denn an unserem Hafen landet ein Schiff mit Bettlern, die um Einlass in unsere Stadt bitten. Verweigern wir, besteht die Gefahr, dass die Jungs zu Banditen werden und unsere Untertanen bedrohen. Wir haben uns deshalb entschlossen, die Bettler nicht nur aufzunehmen, sondern sie mit einem Hospiz sogar von der Straße zu holen. Das kostet zwar, verbessert aber die Stimmung in der Stadt und generiert vor allem Bürgerrechte. Dank dieser Aufstiegsrechte dürfen wir weitere Bauern zu Bürgern befördern. Denn anders als im Vorgänger ist es in Anno 1404 unmöglich, alle Bewohner auf die höchste Zivilisationsstufe zu bringen. Da zählt jede Beförderung doppelt. So, wir rekapitulieren. Wir haben eine hübsche Wüstensiedlung, eine überquellende Kornkammer, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn, effiziente Handelsrouten und natürlich eine florierende Hauptstadt, inzwischen sogar mit Mauer. Dann können wir uns doch jetzt eigentlich zurücklehnen und einfach nur hier und da ein bisschen optimieren, oder? Von wegen. Das neue Bedürfnissystem fordert von uns immer wieder größere Umstrukturierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Bau einer großen Kirche. Und wie Sie sehen, gibt das fast zwangsläufig ein gewaltiges Platzproblem. Da hilft nur eins: planieren. Fairerweise bekommen wir einen Teil der Baumaterialien zurück. Anno 1404 lässt also auch im Endlosspiel kaum Routine aufkommen. Selten zuvor haben wir uns jedenfalls über eine Kirche so sehr gefreut wie hier. Auch im Endlosspiel von Anno 1404 bekommen wir immer mal wieder kleine Missionen von unseren Verbündeten. Hier sollen wir etwa unter Zeitdruck einen Assassinen finden, der sich angeblich in unserer Siedlung versteckt hat. Solche Mini-Aufträge gab es zwar schon im Vorgänger, allerdings sind sie dieses Mal erheblich abwechslungsreicher und vor allem wichtiger. Jetzt müssten wir den Kerl nur noch finden. Ah, da ist er ja. Sobald wir den Kerl anklicken, wird er automatisch in unser Kontor verfrachtet. Jetzt müssen wir ihn nur noch in Richtung Auftraggeber verschiffen. Land in Sicht. Unser orientalischer Verbündeter Al-Sahir bedankt sich nicht nur mit Gold und ein paar Tonnen Hanf, sondern auch mit Ruhm, eine neue und enorm wichtige Ressource in Anno 1404. Ruhm können wir auf unterschiedlichste Weise erringen, hier eine kleine Auswahl. Wir retten schiffbrüchige Piraten vor dem Ertrinken, versenken ein Geisterschiff, und reparieren eine in Seenot geratene Barke. Wer keine Lust auf die Aufträge hat und sich lieber auf die klassischen Anno-Disziplinen konzentrieren will, muss trotzdem nicht auf Ruhm verzichten. Hier gibt es zum Beispiel einen fetten Bonus von unserem Mentor Sir Richard Nordberg, weil wir die Zivilisationsstufe Patrizia erreicht haben. Hervorragend. Alternativ können wir uns den Ruhm auch erhandeln. Dazu müssen wir beim jeweiligen Verbündeten einfach nur bestimmte Umsatzziele erreichen. Im Fall von Richard Nordberg etwa aktuell einen Warenumschlagswert von 2400 Goldstücken. Eine Menge Holz.
Kommen wir nun zur entscheidenden Frage. Was können wir mit unserem Home so alles anstellen? Nun, zum Beispiel bei Richard Nordberg spezielle Gegenstände freischalten. Etwa einen Sextanten, der die Sichtweite unseres Schiffes erhöht. Praktisch. Uns interessiert jedoch vielmehr dieses geheimnisvolle Paket namens Noble Wertschätzung. Solche Geschenke eignen sich nämlich prima, um uns beim orientalischen Statthalter Al-Zahir einzuschleimen. Das verschafft uns nämlich einen neuen diplomatischen Rang, in diesem Fall etwa Gast der Beduinen. Klingt doch nett. Noch viel netter ist aber der Nebeneffekt, dass jeder der insgesamt 6 Rangaufstiege neue Orientgebäude freischaltet. In diesem Fall zum Beispiel Seiden- und Indigo-Plantage. Ohne Indigo-Farbstoff kein Buchdruck und ohne Bücher ziemlich verärgerte Patrizier und Adlige. Ruhm verschafft uns aber nicht nur neue Gebäude, sondern auch neues Wissen. Wer hier genauer hinschaut, entdeckt zwar eine ordentlich große Stadt, aber weder Schule noch Universität. Beides haben die Entwickler in Anno 1404 rausgeworfen. Forschung passiert nun über die sogenannten Errungenschaften, die wir bei entsprechendem Ruhm von unseren Verbündeten lernen dürfen. So verbessert Al-Zahir etwa die Fördermenge unserer orientalischen Wasserräder. Mithilfe der Piraten können wir die Kampfwerte unserer Schiffe optimieren. Und bei Kumpel Nordberg entscheiden wir uns schließlich für eine Anhebung unseres Schifflimits. Problem bei der Sache? Wir haben nun nahezu alle Ruhmpunkte aufgebraucht und bräuchten eigentlich noch dringend eine weitere Errungenschaft. Also einfach abwarten und den Leerlauf erdulden, bis neue Aufträge eintrudeln? Nö. Denn den einfachsten und gleichzeitig auch coolsten Ruhmerwerb habe ich bislang unterschlagen. Wir können nämlich einen Turnierplatz bauen. Dort haben wir nun die Möglichkeit, 3 unterschiedlich große Turniere zu veranstalten. Logisch, je fetter die Party, desto mehr Ruhm, aber auch desto heftiger die Kosten. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch ein ideales Beispiel für die enorme Detailverliebtheit von Anno 1404. Wohlan, nun greifet zur Lanze, ihr edlen Ritter. Ein klassisches Anno-Problem, die Lager sind voll. In den Vorgängern half da bislang nur eins, Kontor ausbauen. Das ist natürlich auch in Anno 1404 möglich, wäre aber nur die kleine Lösung. Uncool. Die große Lösung haben die Entwickler bislang geheim gehalten und sie ist auch der Grund, warum wir die Küste hier so freigelassen haben. In Anno 1404 können wir nämlich unseren eigenen riesigen Hafen bauen, den wir individuell aus den unterschiedlichsten Modulen zusammensetzen. Wir starten mit einem kleinen Lagerhaus, das unsere Warenkapazität um 15 Tonnen erhöht. An unserem Kontor kann derzeit nur ein Schiff anlegen, in diesem Fall unsere Santa Barbara, die eine Transportroute abfährt. Das Schiff der kaiserlichen Handelsflotte muss derweil warten. Ärgerlich, denn Zeit ist Geld, vor allem in Anno. Also bauen wir einfach einen zusätzlichen Landungssteg. Und schwupps, schon können wir beide Schiffe abfertigen. Je größer der Warenumschlag, desto attraktiver wird unser Hafen für die Piraten. Wir brauchen Schutzmaßnahmen, also bauen wir einen Wachturm. Angesichts der Kanonenreichweite, hier grün angezeigt, wäre es eine ziemliche Verschwendung, den Turm direkt an der Küste zu platzieren. Also verlängern wir den Kai aufs Wasser hinaus, was natürlich weitaus mehr Steine kostet, in diesem Fall satte 17 Tonnen. Aber es lohnt sich. Auch unsere Schiffswerften lassen sich nahtlos in den Hafen integrieren. Hier wollen wir für unser frisch gebautes Kriegsschiff noch einen Reparaturkran andocken. Jo, das geht aber blöderweise nicht, weil wir damit außerhalb des Einflusskreises unseres Kontors angelangt sind. Also Schluss mit Hafenausbau? Von wegen. Durch das Errichten von Hafenmeistereien können wir den Baubereich beliebig erweitern, zumindest solange wir noch freie Küste haben. Für einen Reparaturkran reicht der Platz natürlich noch locker. So, und da ist er nun, unser riesiger, detailverliebt animierter und ganz persönlicher Anno-Hafen. Mit dem neuen Hafensystem schlagen die Entwickler 2 Fliegen mit einer Klappe. Schönbauer freuen sich über noch mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Trauminseln und Aufbaustrategen freuen sich über ein weiteres spannendes Spielelement. Keine Frage, Anno 1404 ist ein wunderschönes Spiel. Zumindest in der maximalen Detailstufe. Die sehen Sie hier. Dafür werden Sie allerdings auch einen modernen Mehrkernrechner benötigen.
denn die Entwickler setzen wirklich alles ein, was hübsch und hardwarehungrig ist. Aufwendiges 3D-Wasser mit Lichtbrechung, eine Stoffsimulation sowie in Echtzeit berechnete Schatten-, Licht- und Überstrahleffekte. Die Mauern der Kirche wirken dank einer Kombination aus Normal- und Parallax-Mapping enorm plastisch. Ja, aber nicht jeder verfügt nun mal über einen High-End-PC. Also schauen wir uns doch mal an, wie Anno 1404 in anderen Detailstufen ausschaut. Hier haben wir nun die niedrigste Detailstufe. Sofort fällt auf, unser Schiff zieht keine Fahrspur mehr. Das Wasser muss ohne echten Wellengang auskommen. Dafür spart Anno auch bei niedrigen Details nicht mit Animationen. Auf unserer Insel ist noch genauso viel los wie eben. Die Kirche ist immer noch imposant, besitzt nun aber ein fast glattes Mauerwerk und muss zudem ohne Schatten auskommen. Die Rauchentwicklung auf den Apfelplantagen hat ebenfalls abgenommen, ist aber immerhin noch vorhanden. Die gleiche Szene mit mittleren Details. Immer noch keine Spurrinne, aber dafür mehr Lichteffekte auf dem Wasser. Auch das Segel flattert wieder. Die Kirchenmauern haben etwas mehr Struktur bekommen und das Gebäude wirft nun korrekt einen Schatten. Auch die Bäume auf den Apfelplantagen dürfen nun wieder Schatten spenden. Die Texturen auf den Hausdächern wirken ebenfalls etwas detaillierter. Zu guter Letzt die hohen Details. Der Wellengang ist nun ebenso zurück wie die Spurrinne unseres Schiffes und die Echtzeitspiegelungen im Wasser. Das Mauerwerk der Kirche wirkt nun wieder enorm plastisch. Unterschiede zu den maximalen Details fallen nur beim direkten Vergleich auf. Allerdings ist bei hohen Details standardmäßig die Kantenglättung deaktiviert, was bei einem so kleinteiligen Spiel durchaus ins Gewicht fällt. Wie hardwarehungrig Anno 1404 tatsächlich ausfällt, werden wir natürlich nochmal anhand der Verkaufsversion überprüfen. Kampagne hin, Multiplayer her, das Wichtigste bei Anno ist immer noch das Endlosspiel. Das habe ich jetzt zum ersten Mal richtig ausführlich testen können und was soll ich sagen, auch das scheint ganz hervorragend zu werden. Die Integration des Orients funktioniert wirklich nahtlos und lässt der Routine keine Chance, denn auch Anno-Veteranen entdecken ständig etwas Neues. Das Ruhmhamstern motiviert gnadenlos, man erfüllt Aufträge, man handelt noch stärker und der Leerlauf wurde gegenüber den Vorgängern dadurch deutlich reduziert. Ganz besonders gefallen hat mir auch das neue modulare Hafensystem. Denn zum einen kann ich so meine Inseln noch individueller gestalten und zum anderen bringt es ein neues aufbaustrategisches Element ins Spiel. Insofern ja, habe ich schon ein wenig Hoffnung, dass der Sommer etwas verregnet wird, denn ich befürchte nun ja, ich werde wahrscheinlich doch viel Zeit vor dem Rechner verbringen.